Boomer, 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 Boomer. Willkommen! Boomer ist ein Bär, der ist wie jeder Bär eigentlich lustig drauf. Das wird ein toller Tag! Cool, aber auch so ein bisschen unbeholfen, also tollpatschig. Und der pennt andauernd ein. Also der hat so irgendwie so eine Winterschlafstörung oder so. Und das kommt jetzt auch einfach immer an sehr, sehr ungünstigen Momenten. Also ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie dort chillen und der einpennt, sondern die rennen gerade vor irgendwas weg und dann pennt er einfach ein und lässt alle komplett im Stich. Und das finde ich immer sehr, sehr lustig beim Boomer. Oh nein. Synchronschule war halt etwas, wo ich noch nie war und da dachte ich so, das ist doch die perfekte Möglichkeit. Ich will wieder nach unten! Nein, 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 nein! Also am meisten Spaß hat mir die Achterbahnszene gemacht, wo Boomer einpennt und aufwacht und plötzlich auf dieser Achterbahn ist. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil da konnte man einfach mal losschreien. Und das ist auch manchmal nützlich, weil man einfach mal so ein bisschen auch so Frust abschreien kann. Er fährt in die falsche Richtung. Wenn wir ihn nicht umdrehen, heißt das... Er kommt als Bratwurst wieder. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Komm schon, Boomer. Der Film ist süß, der Film ist lustig, der Film ist charmant und ich glaube, der ist wirklich was für jeden aus jeder Altersgruppe. Danke, Boomer! Ich bin June. Meine Mutter und ich haben Wunderland erfunden, als ich klein war. Was? June ist der Hauptcharakter und hat eine blühende Fantasie und ist ein ganz, ganz zauberhaftes Mädchen und hat mit ihrer Mutter gemeinsam einen Wunderpark gebaut. Und die Mutter wird leider krank und das macht June natürlich sehr traurig und sie legt diesen Wunderpark auf Eis. Was ist mit diesem Ort passiert? Es geht eigentlich darum, dass sie in diesen Wunderpark reist, über den die Dunkelheit gekommen ist, weil sie aufgehört hat, ihn mit Leben zu füllen. Und dann erlebt sie mit ihren tierischen Freunden aus diesem Wunderpark ganz viele Abenteuer, um den wieder zu retten und um wieder Licht ins Dunkel zu bringen. Es ist Zeit, Wunderland wieder zum Leben zu erwecken. Wie kommt das denn hierher? Ich spreche die kleine June und sie ist ein Mädchen mit sehr viel Fantasie und sie ist ganz tapfer und es ist ganz schön zu sehen, weil man immer so ein kleines Stück von sich selber dann auch da drin findet, auch als Zuschauer einfach. Mir machen natürlich die Sprecherszenen super, super viel Spaß. Ich muss sagen, ich bin ein großer Reaktion- und Laute-Fan. Wir sind gerade Zeugen eines Wunders. Es ist viel Abenteuer mit dabei und es sind auch wirklich schöne Momente dabei. Es geht um Freundschaft, es geht darum, Angst zu überwinden. Danke, Boomer! Ich finde, es ist ein ganz, ganz toller Film für Kinder, aber es ist auch ein toller Film für Erwachsene. Boom, shaka, boom, shaka, boom, shaka. Ich würde auf jeden Fall reingehen, weil ich einfach finde, dass der Film ganz, ganz toll ist. Arme und Beine müssen stets innerhalb des Fahrzeugs bleiben. Seid ihr auch schon so gespannt auf den neuen Trailer von Willkommen im Wunderpark? Dann schauen wir ihn uns doch einfach gemeinsam an. Trailer ab. Es war ein weiterer Tag im Wunderland. Und das Team macht sich bereit. Boomer, der Begrüßungsbär. Steve, der Sicherheitschef. Arme und Beine müssen innerhalb des Fahrzeugs bleiben. Und Peanut, der Erfinder. Wir eröffnen das Karussell. Ich habe dafür die besten Pferde. Echt jetzt? Ich glaube, das können wir besser. Du hast recht. Peanut hat was Besseres verdient. Fische! Fliegende Fische. Eine fabulistische Idee. Und wenn man die Flosse berührt, kann man durch den ganzen Park fliegen. Hattest du je das Gefühl, das Wunderland könnte echt sein? Natürlich könnte es das. Man kann alles erschaffen, was man sich erträumt. Warum ist das denn hier? Ich bin im Wunderland. Wow, 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 wow. Ist ein Mensch in unserem Park! Ah, wir flitzen in die Sicherheit, flitzen in die Sicherheit! La, 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 la. Jetzt beruhigt euch alle mal wieder. Ich bin June. Ich habe Wunderland erfunden, als ich klein war. Wer macht denn ein Stachelschwein zum Sicherheitschef? Ah, Entdeckung, 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 Entdeckung! Sieht aus, als hätte ich mich hier in etwas hineinmanövriert. Bin schon weg. Piep, piep, piep. Was ist mit diesem Ort passiert? Wenn Kinder älter werden, verlieren sie ihren Glauben. Und ihre Fantasie schwindet. Und da drohte unsere Welt in die Finsternis zu stürzen. Komm wieder runter, Gandalf. Danke, Boomer! Es ist Zeit, Wunderland wieder zum Leben zu erwecken. Wir sind gerade Zeugen eines Wunders. Ich will wieder nach unten. Nein! Ihr habt doch die Räder blockiert, oder? Ach so, dafür wird das gebraucht. Ups. Schuh.
Nein, 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 nein! Hey, wir müssen jetzt alle festziehen! Das fühlt sich an wie eine schreckliche Wendung der Ereignisse für uns alle. Sehe ich auch so. Willkommen im Wunderpark. Vorsicht, Aufprall! Ich werde gleich aufwachen. Na los, gleich nochmal.